Die Rehabilitierten nannte er sein Projekt. Ich werde ein Kloster gründen für Frauen, die aus dem Knast entlassen sind. Bist du verrückt? Was meinst du wohl, was die Leute von einem Kloster halten, wenn sie hören, dass die Schwestern darin früher Diebinnen, Trinkerinnen, Kindesmörderinnen waren? Die werden euch die Fensterscheiben einwerfen, war die Reaktion darauf. Aber dieser erstaunliche Mensch, Pater Josef Lataste, bleibt unbeirrbar. Ursprünglich von Beruf Steuerberater, sozial engagiert, trat er 1857 in den Dominikanerorden ein. Eine Wende fand sein Leben, als er im Frauengefängnis für inhaftierte Frauen Exerzitien halten sollte. Einer seiner Vorträge ist bis heute erhalten. Er sagte: Wir wollen uns schonungslos die Wahrheit sagen. Ihr seid entehrte, erniedrigte und von der menschlichen Gesellschaft geächtete Frauen. Wenn ihr aus dem Gefängnis entlassen werdet und die Leute erfahren, woher ihr kommt, ihr bekommt nicht einmal eine Putzstelle. Für die Menschen seid ihr für immer Verbrecherinnen. Ich bin nicht der Meinung dieser Leute und ich sage euch das ganz klar. Was die Leute da tun, ist Unrecht und grausam. Es ist eine Sünde. Und er liest mit den Frauen in der Bibel und erzählt von Maria Magdalena, der großen Sünderin, die von Jesus so geliebt wurde, dass sie eine Apostelin wird. Und er gibt den inhaftierten Frauen die Anregung: Durch eure innere Einstellung könnt ihr das Gefängnis in ein Kloster verwandeln. Viele tun das. Aber was wird aus ihnen nach der Entlassung? Mit einer Dominikanerin gründet Pater Lataste deswegen ein Haus, in dem Frauen, die aus dem Gefängnis kommen, aufgenommen werden und Ordensfrauen werden können. So entsteht ein neuer Orden, die Schwestern von Bethanien. Heute ist der Todestag dieses erstaunlichen Christen, der auch Apostel der Gefängnisse genannt wird. Und an seinem Todestag im Nachtgebet bete ich für alle, die sich für inhaftierte Frauen und Männer engagieren. 22 Uhr, domradio.de, dein Weihbischof Ansgar.